Hallo meine lieben Freunde, 2 Wochen sind wieder vergangen und wir sehen uns heute Abend wieder. Es freut mich, dass ich euch begrüßen darf. Es ist wahrscheinlich heute in der Adventzeit gerade ein Abend, wo manche Weihnachtsfeiern in Betrieben stattfinden und das schlägt sich scheinbar auch bei unserer Zuschaueranzahl heute wieder. Ja, ich freue mich über euch, die dabei seid und andere, die sich dann irgendwo noch dazuschalten und die das dann später hören werden. Adventzeit, in der wir uns befinden, eine Zeit der Besinnung, wie man so schön sagt, eine Zeit der Stille, der Ruhe. Ja, hoffentlich stimmt das auch und meistens ist es ja umgekehrter Fall, dass gerade das die Zeit ist, wo man sehr in Stress kommt, die Weihnachtsvorbereitungen und alles, die getroffen werden sollten. Eine typische Zeit, die aber auch den Spiegel unserer Zeit irgendwo wiedergibt. Gut, ihr habt gemerkt, ich habe heute auch ein Thema gewählt, das zum Anlass passt und das in die Zeit passt. Advent zur Zeit Jesu und davor. Wenn wir in dieser Zeit Advent feiern, dann ist das ja eine besondere Zeit, die uns an das erinnert als Christen, was sich vor 2000 Jahren abgespielt hat. Aber damit wir das richtig verstehen, was sich vor 2000 Jahren abgespielt hat, als Jesus in Bethlehem geboren wurde, sollten wir natürlich auch wissen, was sich davor in der Zeit abgespielt hat, durch Jahrhunderte, ja durch mehr als etwa 4 Jahrtausende in dieser alttestamentlichen Zeit. Wir können davon ausgehen, biblisch gesehen, dass die ganze Zeit des Alten Testament eigentlich Adventzeit war. Eine Zeit des Wartens, eine Zeit des Harrens auf die Erfüllung von Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und Advent im Alten Testament, Advent vor der Zeit der Ankunft Jesu bedeutete im Grunde genommen auf das Warten, was Gott versprochen hat, was mit seinem Plan zu tun hat, das Problem der Sünde in dieser Welt zu lösen und letztendlich das Problem auch der Folgen der Sünde in dieser Welt und in diesem ganzen Universum wieder aufzulösen und das ganze Problem, das heißt die ursprüngliche Ordnung, den ursprünglichen Zustand der Vollkommenheit bei der Schöpfung wiederherzustellen. 4000 Jahre vor dem Sündenfall wartete die Menschheit und besonders gläubige Menschen und dann ab einer bestimmten Zeit nach der Sintflut besonders das Volk Israel auf den, der da kommen soll und der Welt Erlösung bringen soll, der aber auch speziell Israel Erlösung bringen soll. All das hat zu tun mit dem, was wir eigentlich bisher in unseren Themen über das Kommen des Elia schon angesprochen haben. Deshalb passt auch dieses Thema gerade in diese Adventszeit herein, denn der Wegbereiter des Kommens des Herrn, die Geschichte des Wegbereiters und die ganze Geschichte der Wegbereitung im Alten Testament sollte uns ja gerade in dieser Adventszeit, in dieser vorweihnachtlichen Zeit besonders beschäftigen. Und wir sind es ja gewohnt, zu Weihnachten überall, auch in den ungläubigsten christlichen Heimen, pflegt man es, zu Weihnachten gewisse Texte zu lesen, Bibeltexte. Und meistens sind es immer wieder dieselben, die gelesen werden, weil man eben nur einige Texte aus dem Alten Testament irgendwo kennt und vielleicht manche überhaupt nur neutestamentliche Stellen können, die so typisch auf diese Weihnachtszeit zugeschnitten sind, wo man aber auch gleichzeitig riskiert, diese Adventhoffnung, die es schon im Alten Testament gegeben hat und auch zur Zeit Jesu dann in der Zeit Roms gegeben hat, dass man eigentlich diese Adventhoffnung sehr, sehr einschränkt und sie nicht in seiner Fülle sieht, wie sie eigentlich im Alten Testament gegeben worden ist. Und wir werden uns heute in unserem Thema Advent zur Zeit Jesu und davor
mit wichtigen biblischen Aussagen beschäftigen, wo ich gerne diese Adventhoffnung im Alten Testament etwas über das hinaus zeigen möchte, was normalerweise zur Weihnachtszeit immer wieder dargebracht wird und immer wieder wiederholt wird. Eine einseitige Geschichte, die mit der wahren Geschichte der Adventhoffnung zur Zeit Jesu und auch zur Zeit der Juden davor sehr wenig zu tun hat, wenn man es genau betrachtet. Das wird heute unser Rahmen sein in unserem Thema und ich darf auch einladen, dass wir mit einem Gebet auch diesen Abend beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir wieder herzlich Danke sagen für diese Zeit, die du uns wieder schenkst an diesem Abend, dass wir über deinen Plan nachdenken dürfen, über dein Vorhaben, das du durch Jahrtausende schon gehabt hast für diese Welt, für dein Volk, für die Menschen, die an dich geglaubt haben und die immer auf das gewartet haben, was du von Anfang an verheißen hast, dass du die Menschheit von Elend, von Not, von Leid und allen voran von Sünde und all ihren Folgen erlösen wolltest und möchtest. Wir stehen heute immer noch hier in dieser Welt und warten immer noch auf dieses Ereignis des großen Tages der Erlösung. Hilf uns heute, wenn wir wieder über dieses wichtige Thema nachdenken, über Hintergründe, warum es so lange dauert und warum du nicht schon längst wiedergekommen bist und schon längst Erlösung für diese Welt gebracht hast, dass wir durch deinen Heiligen Geist auch heute Abend durch die Bibel gelenkt werden und geführt werden und das verstehen, was du uns für diesen Abend wieder vorbereitet hast. Segne alle, die zuhören und gib uns allen ein offenes Herz und ein richtiges Verständnis für das, was deinen Plan betrifft für unser Leben und für diese Welt. Wir danken dir für deine Gegenwart und preisen und loben dich in Jesu Namen. Amen. Gut, also unser Thema Advent zur Zeit Jesu und davor. Das heißt, die Adventhoffnung ist ja nicht eine Hoffnung, die jetzt in die Zukunft geht, von uns aus in die Zukunft geht, sondern die Adventszeit erinnert das Christentum vor allen Dingen an eine Adventhoffnung, die Menschen schon lange vor der Zeit Jesu gehabt haben. Und diese Hoffnung stützte sich eben auf Verheißungen und Prophezeiungen, die Gott durch Jahrhunderte, durch alle Jahrhunderte im Alten Testament gegeben hat. Und die speziell ab der Zeit, wo Gott Abraham berufen hat, dass aus ihm ein besonderes Volk herauskommen soll, durch das alle Völker gesegnet werden sollten und durch das dann auch die Erlösung für diese Menschheit kommen sollte, die Befreiung von allem Leid und von allem Elend, von aller Sünde und den Folgen, dass ab dieser Zeit Abrahams uns die Bibel ganz besonders Prophezeiungen schenkt und Verheißungen gibt, die wir als Adventhoffnung im alttestamentlicher Zeit, also vor der Zeit Jesu, verstehen können. Es sind Verheißungen, die natürlich das Kommen eines Erlösers beschreiben, das Kommen eines besonderen Königs, das werden wir heute ganz deutlich sehen, dass die Verheißung des Messias ja mit einem Gesalbten zu tun hat, der auch im alttestamentlichen Verständnis mit einem König immer wieder in Verbindung gebracht worden ist. Könige, Priester und Propheten wurden gesalbt und als Christen wissen wir, dass Jesus eigentlich diese drei Ämter, diese drei Aufgaben, König, Priester und Prophet, in sich vereint hat. Und darüber gab es im Alten Testament eine Fülle von Verheißungen und Prophezeiungen, wie dieser König, der da angekündigt wurde, dieser Priester, der angekündigt wurde und dieser Prophet, der angekündigt wurde, was man darunter zu verstehen hat und wie er dann auch erscheinen wird. Es gibt also Prophezeiungen über dieses Kommen des Herrn zu seinem Tempel, wie wir es auch im Malachi gesehen haben. Auch das gehörte im Grunde genommen zu diesem ersten Kommen Jesu dazu. Dem
geht ein Bote voraus, das ist unser Thema im Hintergrund, das wir weiter beachten. Das heißt, dieses Kommen des Herrn wurde vorbereitet, auch durch alttestamentliche Propheten schon und nicht erst durch Johannes den Täufer. Das Volk sollte vorbereitet werden. Es gab wunderbare Verheißungen für das Volk, auf deren Erfüllung sie warteten. Es gab Verheißungen in Bezug auf den Tempel in Jerusalem, auf die Stadt Jerusalem, aber auch auf die umliegende Völkerwelt und eigentlich die ganze Völkerwelt auf dieser Erde. Und wir haben schon in einigen Abenden uns verschiedene Texte angeschaut, wo es solche Verheißungen gegeben hat und was daraus letztendlich geworden ist. Wir werden uns auch die Frage stellen, oder vielleicht steigen wir damit so richtig ins Thema ein, dass wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen der Erwartung bezüglich des ersten Advents und die Erwartung des zweiten Advents, auf das wir ja jetzt warten. Wir Christen warten ja auf einen zweiten Advent, auf die Wiederkehr Jesu. Das war im Alten Testament keine Erwartung des jüdischen Volkes. Wir werden im Alten Testament nirgends etwas finden von einem Wiederkommen des Herrn. Die Juden haben nie auf ein Wiederkommen des Herrn gewartet, sondern, wie wir es schon mehrmals betont haben, auf ein Kommen des Herrn. Und ich möchte mit zwei Texten beginnen aus der Bibel. Zunächst einmal auf das, was wir warten. Das heißt, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament warten wir, warten die Gläubigen, wartet das Volk Gottes auf den Tag der Erlösung. Prinzipiell ist das ein Begriff, der sowohl die Adventhoffnung im Alten Testament beschreibt, als auch die Adventhoffnung im Neuen Testament beschreibt. Zwei Texte dazu. In Lukas Kapitel 21, hier ist diese Endzeitrede, die Jesus damals gehalten hatte, wie er über Jerusalem geweint hat. Das war schon kurz vor seinem Tod, wo er diese Voraussagen gemacht hat, was Jerusalem gerade deshalb, weil sie ihn verworfen haben, erwarten würde. Und mitten unter diese Zeichen, die er da geschildert hat, kommt in Lukas 21, Vers 25 bis 27 eine Beschreibung der zukünftigen Zeit des zweiten Advent und der Hoffnung und der Zeichen, die da kurz davor vorausgehen werden. Und da heißt es hier, ab Vers 25, und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, und auf Erden wird den Leuten bange sein. Und sie werden zagen, denn das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Das ist eine Beschreibung der Zeit für das zweite Kommen Jesu. Hier könnte man schon vergleichen, gibt es da einen Vergleich zu dem ersten Kommen Jesu? War da auch angekündigt für diese Zeit ursprünglich, für das Kommen des Herrn, dass den Leuten bange sein wird, Sonne und Mond den Schein verlieren würden und das Meer und die Wasserwogen brausen werden? Wir finden ähnliche Beschreibungen im Alten Testament, denn der Tag des Herrn im Alten Testament, auf das das jüdische Volk immer gewartet hat, wird auch unter solchen Beschreibungen geschrieben. Dann im Vers 26, und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Verwarten der Dinge, die da kommen sollen über die ganze Erde. Denn auch der Himmelkräfte werden ins Wanken kommen. Also diese Beschreibung der Angst, die diesem Tag vorausgeht. Auch das werden wir im Alten Testament an vielen Stellen finden. Der Tag des Herrn wird als schrecklicher Tag, als Tag der Angst und des Schreckens geschildert und des Gerichts natürlich. Aber so ganz speziell, wie es hier in Lukas 21 steht, Jesus hat hier doch eine andere Sprache gesprochen, wo man den Eindruck hat, es wird ganz intensiv. Und als die Juden, als Jesus das erste Mal kam, war ja von solchen Zeichen überhaupt nichts zu sehen. Das sollte uns jetzt auch bewusst sein, dass hier die unmittelbaren Vorzeichen, die wir aus der Zeit des ersten Kommen Jesus sehen, die haben eigentlich nichts mit dem zu tun. Da hat kein Meer und keine Wasserwogen gebraust, da waren den Leuten nicht so bange auf Erden und Sonne und Mond hat nicht den Schein verloren. Wohl bei der Kreuzigung, aber nicht bei dem Eintritt Jesu.
Da kam ja ein Stern, ein heller Stern noch dazu, der gescheint hat, wie wir Kinder aus der Geschichte der Weisen finden. Die Kräfte der Himmel sind nicht ins Wanken gekommen, da war nichts. Das Kind in Bethlehem wurde in aller Stille geboren, ohne große Zeichen, von denen hier die Rede ist, die aber die Menschen erleben werden, kurz bevor Jesus ein zweites Mal kommen wird, kurz vor dem zweiten Advent. Und dann sagt Jesus hier im Vers 27, Lukas 21, 27 lesen wir, und als dann, wenn also diese Zeichen zum Höhepunkt kommen, nach einer langen Zeit von 2000 Jahren der Zeichen in der ganzen Völkerwelt und in der ganzen Welt, die sich immer mehr steigern werden, sagt Jesus dann, und als dann werden sie, die Menschen, die dann noch auf dieser Erde leben, in großer Trübsal, wie es der Zusammenhang sagt, als dann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann sagt Jesus, wenn aber dies anfängt zu geschehen, wenn diese Zeichen sich so steigern und der ganze Kosmos schon Zeichen von sich gibt, dass da etwas auf die Welt zukommt, wenn dies anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Hier haben wir dieses Wort Advent, Hoffnung. Auch wenn wir als Gläubige, als Bibelgläubige von der Adventhoffnung sprechen und damit die Wiederkunft Jesu meinen, beschreibt aber doch Jesus diese Adventhoffnung mit einer Hoffnung auf Erlösung. Das heißt, die Erlösung, die von Anfang der Weltgeschichte im Alten Testament schon durch alle Propheten angekündigt wurde, offensichtlich hat es diese Erlösung noch nicht gegeben. Auch diese Erlösung, auf die Israel im Alten Testament gewartet hat mit Sehnsucht und auf die die Propheten alle hingewiesen haben, hat sich bis heute auch für Israel noch nicht erfüllt. Und trotzdem, wenn wir bei Lukas bleiben, schauen wir uns an, worauf haben denn die Menschen zur Zeit Jesu gewartet? Wie hat denn dieser Advent für die Menschen ausgesehen, die unmittelbar vor der Geburt Jesu gelebt haben damals? Ja? Etwa 600 Jahre nach der Zeit, wo Daniel sogar die Zeit präzise vorausgesagt hat, wann der Messias kommen würde. Und da erinnern wir uns an die Geschichte, wie Jesus dort im Tempel in Jerusalem dargebracht wurde, 33 Tage nach seiner Geburt, wo dann Hanna und Simeon in Israel, also dort im Tempel waren und das Kind gesegnet haben. Dann lesen wir da zunächst einmal diese Aussage von Hanna. In Lukas 2, da heißt es hier im Vers 38 oder ja, von Vers 37 vielleicht, diese Witwe, da war eine Witwe mit 84 Jahren, eine 84 Jahre alte Frau, ja, die kam nimmermehr vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Also eine 84-jährige Frau, die offensichtlich in einer Sehnsucht gewartet hat und hoffte, dass der Messias kommt. Und achtet, wo sie ihn erwartet hat, sie war in seinem Tempel und ging von diesem Tempel nicht mehr weg. Tag und Nacht war sie dort drinnen. Offensichtlich war das auch eine Frau, und sie wird als Prophetin bezeichnet, im Vers 36, es war eine Prophetin Hanna, die Tochter Phanuels, vom Geschlecht Asser, also gar nicht vom Geschlecht Juda, von einem Geschlecht Asser. Die war hochbetagt und hatte und gelebt 7 Jahre mit ihrem Mann nach ihrer Jungfernschaft. Ja? Also eine ganz treue, gläubige Frau, die als Prophetin bezeichnet wird, und sie erwartete offensichtlich den Herrn im Tempel. Offensichtlich geht das auf Malachi 3, 1 zurück, wo sie eben diese Prophezeiung ernst genommen hat, bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Sie hat das offensichtlich buchstäblich so verstanden, dass man ihn dort am ehesten finden wird. Natürlich gab es da eben auch andere Vorstellungen, die Juden hatten, nicht, dass er dort als Erwachsener irgendwo vom Himmel herabkommt, durch ein Wunder, der Erlöser, dass es ein himmlischer Erlöser sein wird, dass er ein Sohn Gottes sein wird. Das hat ja niemand im Alten Testament, auch die Propheten oder wahrscheinlich diese Hanna, gar nicht so richtig wahrscheinlich geglaubt. Denn wenn sie geglaubt hätte, dass dieser Jesus als Kind geboren wird, dann hätte sie sicher nicht im Tempel gewartet dort. Denn sie wird nicht annehmen haben können, dass das Kind dort im Tempel geboren werden würde.
Also es sind so Gedanken, die man da im Hintergrund sich machen kann, das auch etwas widerspiegelt von einer gewissen Erwartung, die hier in Israel war. Aber was heißt hier? Im Vers 38 sagt es hier, die trat auch hinzu zu derselben Stunde, wo also Maria und Josef nach der Geburt aus Bethlehem kamen und das Kind da in den Tempel brachten. Da trat diese Frau auch nachdem Simeon das Kind gesegnet hat, hinzu zu diesem Kind, zu dieser selben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ja? Also doch wieder interessant, da kommt jetzt ein Kind in den Tempel, vielleicht gar nicht in der Form, wie sie sich das erwartet hat. Vielleicht hat sie da einen viel größeren Aufwand erwartet, dass dieser Messias, der geboren wird, vielleicht mit einer großen Kohorte begleitet wird. Und da kommen zwei arme Leute in diesen Tempel und irgendwie bekommt diese Frau durch den Geist Gottes den Hinweis oder vielleicht auch durch diese Segnung des Simeon, der vorher schon dieses Kind gesegnet hat, was sie hier beobachtet hat und gemerkt hat, auch in seinen Worten, dass hier offensichtlich der Messias jetzt in diesem kleinen Kind dargebracht wurde. Und dann fing sie an, zu allen dort in dem Tempel vielleicht sogar zu reden, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Sie sprach jetzt hier nicht, die auf die Erlösung der Welt warteten. Sie sprach auch nicht davon, die auf die Erlösung von ihren Sünden warteten, sondern sie sprach von der Erlösung Jerusalems. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wie kam sie dazu, jetzt hier diese Erlösung auf Jerusalem einzuschränken? Ja, was ist da für ein Gedanke dahinter? Ähnlich auch ein anderer Gedanke, der aber parallel dazu zu sehen ist, diese Erwartung des Simeon im Vers 25. Wir haben in einem unserer letzten Themen diese Geschichte schon angeschaut und auch diese Erwartung des Simeons besprochen. Lass mich das hier noch einmal einbauen in diesem Zusammenhang. Da heißt es im Vers 25, und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Das heißt, hier ist die Erwartung nicht auf die, formuliert, mit diesen Worten, er wartete auf die Erlösung Jerusalems, sondern auf den Trost Israels. Und jetzt muss man fragen, warum legt er den Akzent oder warum legt Lukas, der Lukas hat hier eigentlich diese Geschichte geschrieben und er berichtete hier nach dem, was er in seinen Nachforschungen später, nachdem ja Jesus schon im Himmel wieder war, hatte Lukas sein Evangelium geschrieben und hat dann versucht, diese ganze Geschichte im Nachhinein irgendwo zu erforschen, wie wir das im Eingangstext im Lukas haben, nicht? Wo er im Kapitel 1 sagt, nachdem schon viele es unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wir uns das überliefert haben, die es von Anfang selbst gesehen und Diener des Wortes gewesen sind, habe ich es auch für gut angesehen, nachdem ich alles von Anbeginn mit Fleiß erkundet habe, dass ich dir's, mein edler Theophilus, in guter Ordnung schreibe, auf dass du erfahrest den sicheren Grund der Lehre, in welcher du unterrichtet bist. Sollten wir im Zusammenhang mit dieser Geschichte von Simeon berücksichtigen, dass Lukas ja nicht dabei war, als hier Simeon hier im Tempel gesprochen hat und er hat den Simeon vielleicht gar nicht gekannt, denn der Lukas hat viele Jahre, wahrscheinlich 30 oder 40, 50 Jahre später, nach Simeon hier, nach der Geburt Jesu, diese Geschichte niedergeschrieben. Aber er hatte von irgendwoher Informationen über diesen Simeon und wusste, dass dieser Simeon besonders sich dadurch ausgezeichnet hat oder besonders gekennzeichnet war, dass er auf den Trost Israels wartete. Und das muss also damals ein ganz besonderer Begriff gewesen sein, mit dem die Juden etwas angefangen haben und der auch Lukas etwas gesagt hat. Auf den Trost Israels warten. Und das muss wohl auch mit der Erlösung Jerusalems etwas zu tun haben und mit der Erlösung Israels grundsätzlich. Und wir lesen hier, wenn wir nur diesen Text lesen, die haben nicht gewartet auf ein Wiederkommen des Erlösers,
auf ein Wiederkommen des Herrn, sondern auf das Kommen des Herrn. Sie haben auch, da finden wir keinen Hinweis darin, dass sie gewartet haben auf einen Herrn, der jetzt zum Leiden und zum Sterben der Menschen kommen wird. Einen Messias und einen Vorläufer, die dann vom Menschen verworfen werden. Auch das möchte ich immer wieder betonen in unserem Thema, dass wir diesen Faden im Hintergrund im Auge halten, was Plan Gottes war für sein Kommen und was Plan Gottes nicht war. Nun schauen wir uns im Alten Testament einige Texte an und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht heuer zu Weihnachten, vielleicht unterm Christbaum, wenn das da und dort noch gemacht wird, oder am Weihnachtsabend, wenn die Familie zusammenkommt, dass man nicht nur diese bekannten Texte von der Geburt Jesu liest, sondern dass wir vielleicht auch uns erinnern an viele andere Stellen im Alten Testament, wo alttestamentliche Adventhoffnung beschrieben wird, wie sie Israel durch die ganze Geschichte hindurch im Alten Testament erwartet hat und dann besonders wie Israel nach der babylonischen Gefangenschaft, was Israel erwartet hatte als zukünftige Adventhoffnung. Und ich habe in den vergangenen Abenden schon darauf hingewiesen, dass die meisten Prophezeiungen, die alttestamentliche Adventhoffnung in sich bergen, eigentlich Verheißungen sind, die sich erfüllen sollten nach der babylonischen Gefangenschaft, also nach der ersten Zerstörung Jerusalems und dann nach der Rückführung. Das sollte man beachten, wenn man diese alttestamentlichen Propheten liest, von Jesaja angefangen, Jeremia, Hesekiel, Daniel und alle kleineren Propheten, geben ja Verheißungen, die über diese babylonische Gefangenschaft hinausgeht und praktisch die Zeit von dieser Rückkehr aus der Gefangenschaft in der Zeit des Wiederaufbaus des Tempels bis hin zur prophetenlosen Zeit und dann bis hin zum Kommen des Messias. Was sich in der Zeit alles an Verheißungen erfüllen sollte. Also wenn man jetzt von Advent spricht im Alten Testament, dann würde ich vorschlagen, dass ihr mal vielleicht die Texte euch in Erinnerung ruft, durch die ich heute euch beispielhaft nur durchführen möchte. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch die Bibel zur Hand nehmt. Wir werden jetzt einfach einmal eine Reihe von Bibeltexten lesen, ganze Kapitel oder halbe Kapitelweise. Und ich werde dazu nur kurze Kommentare geben, weil ich meine, wir können diese Adventhoffnung, die da die bei den Propheten formuliert ist, nicht auf ein paar einzelne Bibelstellen beschränken, die man immer wieder aus dem Zusammenhang reißt und daher eine völlig verkehrte Adventhoffnung eigentlich vermittelt, die es in alter Zeit gegeben hat unter dem jüdischen Volk. Ich lade euch ein, dass wir mit dieser Erlösung Israels oder mit der Erlösung Jerusalems, wie Hanna sie definiert hat, was ist darunter zu verstehen? Wo stand da im Alten Testament etwas von der Erlösung Jerusalems? Und da würde ich einfach jetzt in Jesaja 62 beginnen. Jesaja 62, Vers 1. Da steht hier: Um Zions willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Hier ist von Jerusalem die Rede. In Jerusalem soll die Gerechtigkeit aufgehen wie ein Glanz und sein Heil brennen wie eine Fackel. Achtet darauf, wie das hier formuliert ist. Ja? Dann geht es weiter. Dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit, alle Könige der umliegenden Völker, der ganzen Welt eigentlich, ja, sollen deine Herrlichkeit sehen. Jerusalem, die Herrlichkeit Jerusalems. Ja? Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welches des Herrn Mund nennen wird. Jerusalem sollte also einen neuen Namen bekommen. Was für ein Name sollte das gewesen sein? Wir haben da nirgends einen Hinweis, welcher Name Jerusalem, oder vielleicht haben wir das noch nicht beachtet, so muss ich es eher sagen. Wir werden dann in diesem Kapitel sehen, mit welchem Namen Jerusalem genannt werden sollte. Der Name Jerusalems heißt ja, wenn man es übersetzt wörtlich, heißt es Stadt des Friedens. Ja? Jerusalem, nicht? Das ist die Stadt des Friedens.
Und dann heißt es hier weiter, und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Hier ist nicht von einem Menschen die Rede, sondern von Jerusalem, dieser Stadt des Friedens, ja, die mehr Unfrieden in ihrer Geschichte vor Christus schon erlebt hat und bis heute immer noch eine Stadt des Unfriedens geblieben ist. Also sie hatte nicht einmal den alten Namen, der alte Name ist zwar geblieben, aber die Bedeutung des alten Namens Jerusalem hat Jerusalem überhaupt nie wirklich erlebt. Es ist nie zu einer Stadt des Friedens geworden. Warum? Sie sollte eine schöne Krone in der Hand des Herrn sein. Achtet auf diese Adventhoffnung. Juden lesen das heute noch und sind natürlich der Überzeugung, dass diese Verheißungen sich doch irgendwann einmal erfüllen sollten und erfüllen werden. Aber wir werden merken, das waren Verheißungen, die sich nach der babylonischen Gefangenschaft, nach einer ersten Strafe, die Jerusalem bekommen hat, aufgrund seines Ungehorsams erfüllen sollte. Und dann steht hier, man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust, ein neuer Name für Jerusalem und für das Land Juda. Ja? Meine Lust soll dieses Land heißen und dein Land, liebes Weib, denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Ja, wer ist dieser Mann, dieser liebe Mann? Achte darauf, das ist alles alttestamentliche Adventhoffnung, in dem die Juden gelebt haben. Das haben sie für Jerusalem, das haben sie für ihr Land erwartet. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Also achtet, hier ist vom Erbauen Jerusalems die Rede, das heißt eine Verheißung, die nach dieser Erbauung Jerusalems, nach dem Wiederaufbau Jerusalems sich erfüllen sollte. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Jetzt fragt euch einmal, wo in der Geschichte nach dem Wiederaufbau Jerusalems, so nach 600 nach Christus oder 500 nach Christus, 536, nicht? Da in dieser Zeit sind die Juden zurückgekehrt, wo nach dieser Zeit Gott sich über Jerusalem und natürlich auch über das jüdische Volk in dem Sinn so gefreut hat, wie ein Bräutigam über seine Braut. Achte aber darauf, dass es hier steht, dass es nicht so beschrieben wird, als wäre das irgendwo eine bedingte Erwartung, sondern da steht, das wird so sein. Er wird sich freuen über Dein Gott wird sich freuen über dich, wie ein Bräutigam sich freut auf seine Braut, ja? Oder über seine Braut. Vers 6. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Das heißt, damit das offensichtlich so sich erfüllen sollte, dass Gott sich über Jerusalem freuen sollte, hat Gott Wächter bestellt, die Tag und Nacht rufen sollten. Das waren eigentlich die Leute, die diese Erlösung Israels vorbereiten sollten. Denn wenn da nichts gemacht wird, Gott hat also Sorge dafür getragen, dass seine Verheißungen auch in Erfüllung gehen. Und da werden Wächter eingesetzt in dieses Volk, die sollen Tag und Nacht rufen und Jerusalem keine Ruhe geben, bis was passiert im Vers 7? Lass ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Und wenn hier steht, lass ihm keine Ruhe, dann heißt das, lass Gott keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und ersetze zum Lobpreis auf Erden, dass die ganze Welt ein Loblied über Jerusalem singt. Nach all den Geschichten der Zerstörung, die es und der Vernichtung und der Kriege, die es schon in vorchristlicher Zeit erlebt hat. Also eine Adventhoffnung auf Jerusalem, jetzt verstehen wir vielleicht besser, wenn diese Hanna zu allen erzählt hat von der Erlösung Jerusalems. Vielleicht hat sie an diesem Tag, wo Maria und Josef in den Tempel gekommen sind mit diesem Kind, gerade diese Stellen von Jesaja gelesen oder sie auswendig den Leuten vorgesagt. Denn die wenigsten Leute haben damals lesen können, aber sie haben das von Kind auf auswendig gelernt. Aber wir wissen, dass auch unter den Juden diese
leserische Erziehung sehr groß war und dass die meisten Juden auch von Kind auf lesen und schreiben gelernt haben. Und so mag diese Hanna natürlich auch jemand gewesen sein, die auch in den Schriften geforscht hat und fähig war, darin zu forschen. Ja? Aber die haben diese Verheißungen, haben die Juden in ihren Psalmen gesungen. Da könnte man jetzt viele Psalmen lesen, geht einmal durch, diese Verheißungen, für die gegeben worden sind für Jerusalem, für die Erlösung Jerusalems. Ja? Dann geht es weiter. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm: Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln sollen es auch essen und den Herrn rühmen, und die ihn einbringen sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Also selbst dort sollte genügend Speise sein, wie es auch der Malachi dann sagt, ja. Geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg. Achtet darauf, und das ist ein Ruf an die Wächter in Israel, bereitet dem Volk den Weg. Das klingt an diese Geschichte wieder an Johannes den Täufer, wo wir damals auch darüber gesprochen haben, ein Wegbereiter. Und da sollte nicht nur einer, sondern mehrere Wächter sollten diesen Weg bereiten, dem Volk, ja. Und der Ruf, mache Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet dein Zeichen auf für die Völker. Das heißt nicht nur für Israel, sondern für die Völker. Israel, das heißt, und Jerusalem sollte ein Zeichen für die Völker werden, dass dadurch dann die Völker herzukommen. Und das wird ja auch dann beschrieben, siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Saget der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Achtet, das Heil für Jerusalem, das Heil für Israel. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Was ist das, was er sich erwarb? Das kann auch nur das sein, was er sich in seinem Volke erwerben wollte. Ein gerechtes Volk, ein vorbereitetes Volk, das geht vor ihm her, bereitet ihn vor und empfängt ihn. Und da im Vers 12. Man wird sie nennen, und das ist vielleicht hier der neue Name, mit dem Jerusalem genannt werden sollte. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen, also dich, du Stadt, ja, Jerusalem, gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Also merkt ihr, mehrere Namen, die sich auf Jerusalem beziehen, ein neuer Name. In diesem Namen ist alles drinnen, was Gott unter Erlösung von Jerusalem verstanden hat. Und davon sprach offensichtlich Hanna, als sie dort im Tempel war und in diesem Tempel zu allen diesen Leuten sprach, von der Erlösung Jerusalems. Ein sehr interessanter Zusammenhang, den wir mal von dieser Seite her betrachten können. Vielleicht diesbezüglich noch Texte davor, auch in Jesaja 1, oder ja, vielleicht Jesaja 60, noch ein Zusammenhang, der ebenfalls von der Erlösung Jerusalem spricht und von dieser wunderbaren Hoffnung, mit dem die Juden da in die Zukunft geschaut haben und wo man sich fragen muss im Nachhinein, wo hat sich das je so erfüllt? Da heißt es ab Kapitel 60, Vers 1, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Also jetzt von dem kommenden Licht die Rede, das ist immer wieder ein Text, ein Gedanke, der sich im Alten Testament durchzieht. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, also über dir, Jerusalem, Volk Israel. Mach dich auf und gleichzeitig geht über dir ein Licht auf. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Eine Hoffnung, mit der Israel gelebt hat, dass die Völker in dieser Welt in Dunkelheit gehüllt sind, weit weg vom Glauben, aber über Israel und über Jerusalem geht das Licht auf. Und dieses Licht soll dann scheinen über alle Dunkelheit der Heiden. Das waren messianische Hoffnungen. Das waren Hoffnungen, mit denen sie gelebt haben. Und da heißt es im Vers 3, und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht.
Niemand kann hier sagen, dass das Verheißungen sind, die sich auf ein zukünftiges Jerusalem beziehen werden, wie wir es manchmal auch so gerne vielleicht auslegen würden, vielleicht auf die Stadt im Himmel, das neue Jerusalem im Himmel. Achtet, der Zusammenhang spricht hier ganz klar von dieser Erlösung Israels, die Gott geplant hatte durch Jahrhunderte hindurch. Und da heißt es, hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust, also da ist von denen die Rede, die in die Gefangenschaft gegangen sind, die verstreut wurden in alle Lande und wo Gott dann verheißen hat, die werden auf Armen, die ihre Kinder und ihre Söhne nach Jerusalem bringen und nicht nur von eigenen Leuten, sondern sogar von fremden Leuten. Dann wirst du im Vers 5 deine Lust sehen und vor Freude strahlen. Und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian, aus Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Achte darauf, hier sind zwei Begriffe, die uns bekannt vorkommen werden und die uns sofort an die Weihnachtsgeschichte erinnern werden. Gold und Weihrauch. Ja. Fehlt nur noch die Myrrhe, von der wir wissen, dass sie von den drei Weisen aus dem Morgenland gebracht worden sind, nachdem das Kind in Bethlehem geboren wurde. Aber achtet, hier ist nicht nur von drei Weisen die Rede, wie das die Geschichte sagt, obwohl es ja nirgends steht, dass es drei waren, da waren es ja auch sicher mehr. Aber das war eine kleine Gruppe, die da gekommen ist nach Jerusalem mit Gold, Weihrauch und Myrrhe, die sie dann dort gebracht haben. Hier ist beschrieben, dass die Menge der Kamele das ganze Land bedecken würde, die von auswärts kommen würden. Und die würden Geschenke bringen nach Jerusalem und würden das Lob des Herrn verkündigen. Wo hat sich das erfüllt? Wo würde sich das je noch in Zukunft erfüllen? Wir haben es hier mit einer wirklichen gewaltigen Adventhoffnung zu tun, wo man verstehen kann, dass hier eigentlich das Judentum mit Freuden in die Zukunft blicken kann. Hoffnung in dieser Weise hat sich nirgends erfüllt. Dann heißt es hier im Vers 7 noch in diesem Kapitel 60, in Jerusalem gebaut worden ist. Wunderbare Verheißungen. Völker von allen Seiten kommen, um dort dieses neu erbaute Haus anzubeten und in diesem neuen Haus anzubeten und ihre Opfer dort zu bringen. Und ja, ihr könnt da weiterlesen im Vers 13, vielleicht überspringen wir das. Pressen, Buchsbaum und Kiefer miteinander zu schmücken den Ort meines Heiligtums, denn ich will die Stätte meiner Füße herrlich machen. Das war unser Thema im letzten Abend, wo wir von diesen Verheißungen gesprochen haben, dass der Berg, auf dem der Tempel steht, dieser Berg Zion, ja, und das Haus des Herrn höher dastehen wird, als irgendein Berg oder als irgendein Haus oder irgendein Tempel auf dieser Erde. Alles Verheißungen, die sich eigentlich in Israel längst vor dem Kommen des Messias erfüllen sollte, denn das sollte die Vorbereitungsphase sein für das Kommen des Herrn. Das sind im Alten Testament mit Adventhoffnung in Verbindung bringen sollten. Dann schlagt auf mit mir Hesekiel Kapitel 37. Das sind nur wahlweise einige Kapitel, die wir hier miteinander uns anschauen.
Und hier besonders in Hesekiel 37 kommt ein anderer Aspekt hinein, einer ganz bestimmten Adventhoffnung, die bis heute im Judentum noch da ist und die sich so in der Weise noch nie erfüllt hat. Und obwohl sie hier verheißen war. Hesekiel 37, da heißt es nach einer bestimmten Geschichte, die wir uns auch einmal in einem eigenen Thema ganz genau anschauen werden, wo es eigentlich um eine Wiedererweckung Israels geht, in diesem Kapitel, wo der Prophet ein Totenfeld sieht und da eine Auferstehung in diesem Totenfeld, das ist ein Sinnbild für die Auferstehung Israel, für eine Erweckung, für eine Wiedererwählung Israels. Und da heißt es hier im Vers 21 an den Propheten, dass er da nach einer bestimmten Symbolik, die er da darstellen sollte, mit zwei Hölzern, die auf der einen Seite Juda und Israel darstellen sollten, da heißt es hier im Vers 21, und du sollst zu ihnen sagen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will die Kinder Israel herausholen aus den Heiden, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen. Und jetzt achtet, welche Verheißung hier gegeben worden ist, und will ein einziges Volk aus ihnen machen im Land auf den Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr geteilt in zwei Königreiche. Wir wissen, dass nach dem Salomonischen Tempel, wo Salomo eingesetzt worden ist und einen herrlichen Tempel gebaut hat, dass ganz Israel dort anbeten sollte, dass gleich unmittelbar danach eigentlich es zu einer Spaltung in Israel gekommen ist und dass nicht einmal mehr die 12 Stämme Israels dort in Jerusalem angebetet haben, sondern dass es eine Spaltung gegeben hat, dass man im Norden ein eigenes Heiligtum gebaut hat, mehr ein Götzenheiligtum. Und dass Jerusalem also nicht einmal mehr eine Anbetungsstätte geblieben ist für ganz Israel. 12 Stämme haben sie nämlich im Norden versammelt und nur ein Stamm oder 2 Stämme, Juda und Benjamin, haben sich in Jerusalem versammelt. Und ab und zu, nicht, trauten sich dann sicher noch einige Israeliten in dieser Zeit der Propheten nach Jerusalem. Aber es war ein Krieg zwischen diesen beiden und so wurde der Tempel nicht einmal ein Haus zur Anbetung für ganz Israel, geschweige denn für alle Völker ringsumher. Wir merken also, dass wir einen Plan nach dem anderen, den Gott hatte mit Jerusalem, mit dem Tempel, mit dem Volk, mit den umliegenden Völkern, dass alle diese Pläne, die Gott hatte, die er ursprünglich so wunderbar formuliert hat in prophetischen Darstellungen, was ist daraus geworden? Und trotzdem hat das Volk immer darauf gewartet, dass sich diese Verheißungen doch erfüllen, dass Israel wieder zusammengeführt wird, dass ein Volk kommt und ein König über sie alle herrscht. Hier haben wir diese Erwartung, dass Israel auch nach der babylonischen Gefangenschaft auch wieder einen König haben sollte, eine Königsherrschaft. Nicht einfach ohne, unter einer fremden Herrschaft noch weiter beherrscht werden sollte. Und dann heißt es hier im Vers 23, und sie sollten nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Gräuelbildern. Sie sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Gräuelbildern und allen ihren Sünden. Das heißt, hier ist auch eine Befreiung von Sünde sehr wohl angesprochen, dass das nicht mehr sein soll in Jerusalem, in diesem Lande, im Volk. Ich will sie retten von allen ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben. Und will sie reinigen und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Hier haben wir wieder diesen Aspekt der Reinigung. Gott hat gesagt, ich will sie reinigen. Und wir sind ja dabei in unserem Thema, der Prophet Elia soll kommen, der soll den Weg dem Herrn bereiten und dann kommt er zu seinem Tempel und wird die Söhne Levi reinigen. Achtet, dass in dieser Adventhoffnung im Alten Testament auch immer wieder diese Reinigung des Volkes angesprochen wird. Und die Reinigung des Volkes sollte eigentlich vorher stattfinden, bevor der Messias kommt. Der Messias sollte ja kommen, um dann ein gereinigtes Volk zu haben. Er würde vom Himmel her alles unternehmen, damit das Volk gereinigt wird. Und das ist auch hier. Ich will sie reinigen und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und mein Knecht David, und da ist jetzt wieder ein Knecht, der Knecht David angesprochen, soll ihr König sein. Und der einzige Hirte für sie alle, also keinen zweiten Hirten,
ein ganz eindeutiger Hinweis, das Volk soll einen König haben. Er soll ein einziger Hirte sein, der ihnen vorstehen soll. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Das heißt, dieser König sollte dann natürlich auch den Auftrag haben, das Volk dazu zu bringen, dass sie in seinen Geboten wandeln. Jetzt sind wir natürlich gewohnt, diesen Text sofort auf Jesus zu übertragen, dass sich dieser Text natürlich nur in Jesus erfüllt hat. Aber wenn wir den Textzusammenhang hier berücksichtigen, dann merken wir, das ist eine Verheißung, die sich unmittelbar nach der babylonischen Gefangenschaft erfüllen sollte. Denn wenn wir weiterlesen, und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben, sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darinnen wohnen, für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Also rein zeitlich gesehen, wie es hier beschildert wird, passt dieser Fürst auf keinen Fall auf die Geschichte auf Jesus. Wenn man es in einer vordergründigen Erklärung darstellt, denn Jesus kam 600 Jahre nach, oder ja, mehr als 600 Jahre nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Hier wird aber ein König angekündigt, der gleich unmittelbar danach kommt, wo Israel wieder in das Land hineinkommt. Und der angekündigt wird, dass er König sein soll und der soll für immer ihr Fürst sein. Also ein dauerhafter Fürst, ein ewiger Fürst. Natürlich, nachdem das sich nicht so erfüllt hat, können wir das nur im übertragenen Sinn, wird man das nur mit Jesus in Verbindung bringen. Aber achten wir, die Verheißungen im Alten Testament, der Plan mit diesen Fürsten im Alten Testament war doch etwas anders als das, wie sich letztendlich erfüllt hat. Und zwar schlagt mit mir auf im 2. Samuel Kapitel 7. Da hat Gott schon vor dem Bau des ersten Tempels, also wir gehen jetzt mit dieser Stelle in 2. Samuel zurück, schon in die Zeit vor dem Bau des ersten Tempels, als David dabei war und sich Gedanken gemacht hat, dem Herrn einen Tempel zu bauen, ein Haus zu bauen, wo dann Gott ihm gesagt hat, du willst mir ein Haus bauen, ich will dir ein Haus bauen. Ja? Und da steht, das lesen wir hier in 2. Samuel Kapitel 7, ab Vers 10 lesen wir, vielleicht ab Vers 10. Und ich will mein Volk Israel eine Stätte geben, sagt hier David, und will sie es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Entschuldige, das ist hier ein Wort, das Gott hier dem David versprochen hat. Ja? Und wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Das ist auch eine wunderbare Verheißung, die David gegeben worden ist, auch eine Adventhoffnung, ja, eine Hoffnung auf Erlösung von Feinden, eine Hoffnung auf Ruhe in seinem Lande. Ja. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Achtet auf diese Verheißung, die Gott hier dem David gegeben hat. Ich will dir ein Haus bauen. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, ja, direkt aus deinem Leibe, dem will ich sein Königtum bestätigen. Und letztendlich war ja dann der Salomo, der kam ja aus seinem Leib und nachdem David dann eingeschlafen ist und alt geworden ist, hat man ja den Salomo zum König gewählt. Das hat sich also in Salomo auch erfüllt. Und achtet hier auf die konkreten Verheißungen, die Gott hier gegeben hat. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ihr findet im Alten Testament keine einzige Stelle, wo Gott vom Königtum in Israel spricht, die als Verheißung in die Zukunft gibt, wo er von einem vergänglichen Königtum gesprochen hat. Er sprach grundsätzlich immer von einem ewigen Königtum. Israel sollte seine Königsherrschaft immer behalten.
Und die Königsherrschaft sollte einfach da sein. Sie sollten niemals unter ein fremdes Joch kommen. Abraham ist ja die Verheißung gegeben worden, dass er seine Nachkommen die Tore seiner Feinde besitzen werden. In Realität kam es immer anders. Eine traurige Geschichte eigentlich. Und achte dann steht im Vers 14, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Jetzt, das sind Aussagen, die wir eigentlich aus dem Neuen Testament kennen und die das Neue Testament dann noch auf Jesus überträgt. Ja? Gehen wir da gleich jetzt von diesem Text, ich habe den Text jetzt bewusst nicht ganz fertig gelesen, schlagt mit mir Kapitel na, Hebräer auf. Den Hebräertext in Kapitel 1 im Neuen Testament, da hat der Schreiber des Hebräerbriefes hier auf sich so alttestamentliche Verheißungen bezogen, die sich eigentlich damals in Israel erfüllen sollten an dem König, der hier verheißen war und das Königtum, das da verheißen war. Und unter anderem steht hier im Vers 5, wo ein Unterschied gemacht wird zwischen Jesus und den Engeln, also die Höhe Jesu wird hier dargestellt, nicht? Der erhöhte Jesus. Im Vers 5 steht, denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und abermals, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Zu welchem Engel hat das Gott jemals gesagt, steht hier. Und da würde man sagen, ja, zu keinem Engel hat Gott jemals gesagt, er wird mein Vater sein, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Aber achte, das, was wir jetzt vorhin gelesen haben, das hat Gott nicht zu einem Engel gesagt, aber interessanterweise zu einem Menschen, zu einem König, zum König David. Und jetzt schlagen wir noch einmal Kapitel, also 2. Samuel auf, ja. Und da merken wir, wie eigentlich alttestamentliche Prophezeiungen verstanden waren ursprünglich und wie sie dann im Neuen Testament aufgrund einer ganz neuen Situation, weil sie den Messias verworfen haben, wie dann diese alttestamentlichen Stellen umgedeutet wurden und dann auf den Messias gedeutet wurden. Aber das war nicht die ursprüngliche Intention, das war nicht der ursprüngliche Plan Gottes. Denn diese Worte, die der Hebräerbriefschreiber hier zitiert, zu welchem Engel hat Gott das gesagt, das steht hier, ist ein Zitat aus dem Alten Testament, im 2. Samuel 7, wo es heißt im Vers 14, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Das geht hier nicht um Jesus, wie das der Hebräerbrief dann im übertragenen Sinn auf Jesus überträgt, sondern hier handelt es sich um den Sohn, der aus dem Leibe Davids kam, also auf Salomo sich bezogen hat, oder auf andere Könige, die dann aus dem Stamme Davids kommen sollten. Aber achtet darauf, dass hier nicht Jesus gemeint sein kann. Von diesem Sohn, von dem Gott hier gesagt hat, ich werde sein Vater sein und er soll mein Sohn sein, steht dann im Vers 14 im zweiten Teil, wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Das kann sich das nicht auf Jesus beziehen, obwohl wir uns fragen müssen, ja, was wäre gewesen, wenn Jesus gesündigt hätte? Hätte ihn Gott dann mit Schlägen, mit Menschenruten geschlagen? Hätte er ihn dann auch so gestraft, wie das Volk Israel gestraft wurde? Das ist eine Frage, die wir natürlich offen lassen müssen. Aber ihr merkt schon, hier geht es nicht um eine Verheißung des Messias in diesem Text, obwohl es manchmal immer wieder so gedeutet wird und im Neuen Testament auch gewisse Stellen diese Stelle messianisch deuten. Aber aus alttestamentlicher Sicht sollten wir das hier ganz klar verstehen. Hier geht es um eine buchstäbliche Verheißung für den Nachkommen Jakob, der König in Israel sein soll. Und jetzt achtet, was da weiter steht. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Gott hat den Saul berufen als König. Er hat ihn auserwählt, aber er musste ihn dann wieder verwerfen und wir wissen, warum er ihn verworfen hat, weil er nicht mehr in den Wegen des Herrn gegangen ist. Und jetzt sagt Gott von dem Nachkommen des David, der ja von Saul auch verfolgt worden ist, der David, nicht? Und jetzt bekommt der David einen Sohn. Für diesen Sohn wird diese Verheißung gegeben, dass die Gnade nicht von ihm weichen wird, wie es von Saul gewichen ist.
den ich von ihm weggenommen habe, also den er vom Königstum weggenommen hat. Damit hat Gott verheißen, dass er den Sohn Davids nicht vom Thron stoßen wird und vom Thron geben wird, sondern, wie es heißt im Vers 16, aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Meine lieben Freunde und liebe Geschwister, wenn wir diesen Text lesen, dann müssen wir entweder sagen, entweder hat Gott gelogen oder hat er hier übertrieben, maßlos übertrieben, hat er hier einfach in Bildern gesprochen oder er hat das, was er hier geschrieben hat, auch so gemeint. Und wie schon vorhin gesagt, das ganze Alte Testament gibt uns keinen Anlass zu glauben, dass Gott, was er hier gesagt hat, nicht auch so gemeint hat. Dass dieser Thron Davids ewiglich bestehen sollte. Dass es nicht, das Königtum, das bedeutet, das ist eine Verheißung für das Königtum in Israel. Und bedenkt noch einmal, das war hier eine Verheißung, die am Anfang der Königsherrschaft Israels gestanden hat, die dann über 400 Jahre gedauert hat und die dann in der babylonischen Gefangenschaft geendet hat. Der Plan Gottes, der ursprüngliche Plan, war, dass dieser Tempel ewig bestehen bleibt, in dem jetzt auch dieser König dann dort angebetet hat und dort Weisungen von Gott bekommen sollte, von den Priestern auch. Und dieser König sollte ewig bestehen, dieser Tempel sollte ewig bestehen und auch dieses Königtum sollte ewig bestehen. Das sind hier ganz klare Aussagen, die wir hier haben. Und die entsprechen auch allen anderen Aussagen, die wir jetzt noch weiter uns anschauen wollten. Schlagt mit mir jetzt wieder die Prophezeiung auf, die wir in Jeremia finden, das heißt im Buch Jeremia. Und zwar im 30. Kapitel. Auch hier ist der Zusammenhang eindeutig, die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Ja? Also Jeremia Kapitel 30, ihr könnt das von Kapitel 25 bis 33 lesen. Der ganze Zusammenhang ist hier Verheißung. Und ich möchte es heute an diesem Abend so nennen, Adventhoffnung für Israel. Für Jerusalem, für das Volk, für das Land, für die umliegenden Völker und Verheißung für das Königtum, für das Priestertum in Israel und alles, was dazu gehört. Das findet hier alles in diesem Kapitel. Jeremia 30, ab Vers 20 vielleicht, oder vielleicht ab Vers 18 schon, der Zusammenhang noch deutlicher. So spricht der Herr, siehe, ich will das Geschick der Hütten Jakobs wenden und mich über seine Wohnung erbarmen. Und die Stadt soll wieder auf ihre Hügel gebaut werden. Und die Burg soll stehen an ihrem rechten Platz. Achtet ganz klar, worum es geht. Und es soll aus ihr erschallen Lobgesang und Freudengesang. Denn ich will sie mehren und nicht mindern. Ich will sie herrlich machen und nicht geringer. Diese Verheißung, das Haus soll herrlich werden. Höher als alle Berge. Das müsst ihr in Verbindung bringen mit Micha 4, mit Jesaja 2, was wir das letzte Mal schon besprochen haben. Der Plan Gottes mit dem Tempel und mit der Stadt. Ihre Söhne sollen sein wie früher und ihre Gemeinde soll von mir fest gegründet stehen, denn ich will heimsuchen alle, die sie bedrängen, also die Sicherheit, die ihnen zugesprochen wird. Und ihr Fürst, da ist jetzt nicht vom König David die Rede, wie er vorhin genannt wurde, sondern ihr Fürst soll aus ihrer Mitte kommen und ihr Herrscher von ihnen ausgehen. Und er soll zu mir nahen, denn wer dürfte sonst sein Leben wagen und zu mir nahen, spricht der Herr. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen voll Grimm, ein schreckliches Ungewitter wird auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Des Herrn grimmiger Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es erkennen. Und wenn hier von der letzten Zeit die Rede ist, dann geht das um die letzte Zeit nicht, wie wir es heute verstehen, sondern es geht hier um die letzte Zeit, wie es die Propheten im Alten Testament verstanden haben. Das ist die letzte Zeit, ist hier gleichbedeutend mit der Wiederherstellung Jerusalems.
dass der Tempel wiederhergestellt wird und Jerusalem zur Herrlichkeit und zum Lobpreis für die Menschen auf Erden sind. Und die Heidenvölker, die dann trotzdem sich gegen Gott auflehnen, die dann durch Gottes Gerichte vernichtet werden. Das ist hier letzte Zeit. Und hier möchte ich euch noch einmal auf dieses Buch von John Bunyan aufmerksam machen, der diese Gedanken ganz deutlich in seinem Buch formuliert und deshalb auch das Ende der Welt, was die Bibel tatsächlich darüber sagt. Und auch in diesem Buch, auf diesen Seiten 60 bis 67, 68, könnt ihr auch hier deutlich nachlesen, wie auch hier dieser Professor an der Loma Linda Universität jetzt diese Gedanken hier in diese Richtung führt und sagt, das sind alles Verheißungen, die sich eigentlich schon damals in Israel erfüllen hätten sollen. Und dass die letzte Zeit, von der hier die Rede ist, eigentlich die Zeit war, die sich dann nach der Wiederkehr Jerusalems im buchstäblichen Jerusalem und im buchstäblichen heimgekehrten Israel erfüllen sollte. Jeremia 33 habt ihr hier auch im Kapitel 33, Jeremia 33, ab Vers 14, eine noch einmalige Beschreibung. Immer geht es um dieselbe Verheißung dieser Königsherrschaft, ja, die hier verheißen wird. Im Vers 14, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erfüllen will, das ich zum Hause Israel, zum Hause Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Wenn ihr 2. Samuel 8,15 lest zum Beispiel, die Verheißungen, die an Samuel, an Salomo gegeben worden sind, da ist von Salomo gesagt, Gott hat von ihm erwartet, dass er im Lande Recht und Gerechtigkeit schaffen sollte. Das ist nicht gleich eine messianische Verheißung, sondern das sollte in dem Sinn eine messianische Verheißung sein, dass sie sich im König von Israel, in dessen Gesalbten, eine Verheißung für den Gesalbten in Israel, der hier als König erscheinen soll, der im Lande für Recht und Gerechtigkeit sorgen sollte. Und zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird es nennen, und da habt ihr wieder einen neuen Namen für Jerusalem, der Herr unsere Gerechtigkeit. Nicht mehr Jerusalem, Stadt des Friedens, sondern Stadt der Gerechtigkeit. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Damit soll diese Stadt einen Namen tragen, die auch das widerspiegelt, was das Volk in dieser Stadt vor Gott darstellt. Gerechte Menschen sollen es sein. Menschen, die nach den Geboten Gottes wandeln. Menschen, die nach dem Willen Gottes ihr Leben ausrichten und sich von Gottes Willen führen lassen. Denn so spricht der Herr in Vers 17, es soll David niemals fehlen an einem, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Und achtet, seit der babylonischen Gefangenschaft gab es bis heute nie mehr einen König und auch bis zum Kommen Jesu gab es nie mehr einen König, der auf dem Thron saß. Folgedessen, und auch Jesus hat sich ja nicht auf einem Thron gesetzt, obwohl eigentlich es verheißen war, dass ein König in Israel auf dem Thron sitzen sollte. Wir haben es also hier schon mit Erwartungen zu tun, die man nicht als falsch bezeichnen kann. Es wird ja immer wieder in der traditionellen Adventerwartung und in den Predigten auch zu Weihnachten, wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass Jerusalem eine völlig falsche Messias-Erwartung hatte. Eine völlig falsche Erwartung von dem König, nicht? Der ihnen Frieden ins Land bringen wird, der sie von den Feinden befreien wird. Aber wenn wir diese Texte jetzt gelesen haben, dann müssen wir sagen, da hat die Prophetin Hanna doch absolut recht behalten, wenn sie gesagt hat oder wenn sie zu allen Leuten von der Erlösung Jerusalems gesprochen hat. Und vom Trost Israels, der Simeon. Hier sind ja alles Botschaften, die eigentlich einen Anlass gaben, dass Israel auf einen Trost wartet. Und wenn hier steht, denn so spricht der Herr, soll David niemals fehlen an einem, der auf dem Thron des Hauses Israels sitzt. Und den levitischen Priestern soll es niemand fehlen an einem, der täglich vor meinem Angesicht Brandopfer darbringt und Speisopfer in Rauch aufgehen lässt und Opfer schlachtet. Verheißungen, die hier gegeben worden sind. Und der Jeremia ungefähr um 600 vor Christus
schreibt diese Verheißungen nieder, die sich da erfüllen sollten. Und 600 Jahre später war immer noch kein König auf dem Thron Israels. Im Gegenteil, das Land Judäa, Jerusalem stand unter römischer Herrschaft. Zunächst unter persischer Herrschaft, da sind sie nie wirklich ganz losgekommen. Sie standen immer unter dieser Herrschaft, mussten Tribut zahlen, Steuer zahlen den Persern. Dann kamen die Griechen, da wurden sie noch mehr unterdrückt. Und dann kamen die Römer, da wurde ebenfalls das Land von fremden Königen beherrscht. Und das Land Juda hat nie einen König bekommen. Und dann sendet Gott Johannes dem Täufer. Da kommt ein Wegbereiter. Und jetzt fasse ich die Geschichte kurz zusammen, die wir schon betrachtet haben. Und dieser Johannes der Täufer war von Gott gesandt und sollte noch einmal das Volk vorbereiten, damit sie einen weiteren König, der vom Himmel kommen sollte, ja, der bereit war, vom Himmel zu kommen, um dort ihr König zu werden, den sollte er vorbereiten. Und dann kam es zu dieser Geburt, und wir müssten fragen, warum haben sich diese Verheißungen bis dahin nicht erfüllt? Heute wird die Antwort dafür gegeben, ja, das sind alles Verheißungen, die werden sich erst in Zukunft erfüllen, weil vorher, bevor diese wunderbaren Verheißungen für Jerusalem sich erfüllen konnten und Jerusalem wirklich erlöst werden konnte und ewiges Königreich haben konnte und erleben konnte und Sicherheit haben konnte, da musste doch noch dieser Messias vorher kommen, um zu leiden und um zu sterben. Und auch dieser Johannes der Täufer, der Wegbereiter, wie es dann Jesus später gesagt hat, mit dem mussten sie ja noch tun, was sie wollten. Und jetzt merkt ihr, das passt aber in all diese Prophezeiungen, die wir jetzt da durchgesehen haben, überhaupt nicht hinein. Denn als Jesus geboren wurde, müssen wir fragen, galt da immer noch die Erwartung, dass da zuerst ein Erlöser kommen muss, der erst sterben muss, damit er ihr Erlöser werden kann, der erst verachtet werden muss? War das die Ankündigung in Bethlehem? War das die Ankündigung, die der Engel der Maria gebracht hat? Und ich denke, wir brauchen hier nur mehr ein paar Texte lesen. In Lukas Kapitel 1 kommt der Engel zu Maria nach Nazareth und kündigt ihr den Sohn an. Und mit Worten, die wir jetzt aus dem Alten Testament gelesen haben. Vers 31, Lukas 1, 31. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob, ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende sein. Hat der Engel hier übertrieben? Ich habe vorhin die Frage gestellt, hat Gott hier übertrieben, als er den David einen Sohn angekündigt hat, dessen Königreich ewig bestehen wird? Und wir wissen jetzt aus der Geschichte der Vergangenheit, warum dieses Königreich nicht ewig bestanden ist. Da gab es nur eine Erklärung. Diese Könige haben alle nicht den Willen Gottes erfüllt. Sie haben nicht das getan, was Gott von ihnen erwartet hat. Und da gibt es also eine Erklärung, warum weder ein König ewig leben konnte, obwohl das Volk immer ihre Könige begrüßt hat. Der König lebe ewiglich, der König lebe ewiglich. Achtet auch in dieser Aussage, das sind keine Floskeln gewesen, sondern in dieser Aussage, der König lebe ewiglich, hat das Volk Israel im Alten Testament einfach die Prophezeiungen wiederholt, wie sie Gott gegeben hat. Das war der Gedanke. Gott wollte nicht, dass Menschen sterben und eine Generation nach der anderen kommt und immer wieder gehen die Menschen ins Grab, sondern er wollte sie so früh als möglich erretten, erlösen. Aber da gab es Bedingungen. Die Bedingungen waren immer dieselben und die wurden weder von Israel noch von den umliegenden Völkern erfüllt. Und so kam diese Erlösung durch einen König, den Gott ihnen zur Herrschaft geben wollte, der nach den Gesetzen Gottes regiert. Sie kam nie. Und jetzt wird dieses Kind geboren. Und es wird mit den Worten angekündigt an die Maria. Maria musste diese Worte aus dem Alten Testament gekannt haben. Jesaja 9, ein Kind ist uns geboren und so weiter. Ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das waren Verheißungen. Maria konnte hoffen, dass das jetzt endlich der König ist, der aus diesem Stamme David kommt, aus dem Stamme Isais. Und dann kommt er und wird groß
Und dann stellt er sich selbst vor, also hier bei der Geburt kommt er dann, wird geboren in Bethlehem und die Engel jubeln. In Lukas Kapitel 2, Vers 9, da fassen wir das Weihnachtsevangelium hier zusammen. Die Adventhoffnung also zur Zeit Jesu, wie war sie? Und wir werden merken, die Engel haben hier allen Grund angegeben, dass diese Adventhoffnung, wie wir sie jetzt gelesen haben im Alten Testament, auch zu dieser Zeit noch ihre Gültigkeit hatte. Eine Erlösung für Jerusalem, ein Heiland, ein Retter für Jerusalem und für Israel. Da steht hier im Vers 9, und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Da steht nicht, die aller Welt widerfahren wird zunächst einmal, sondern allem Volk. Der Messias im Alten Testament, der König, der da angekündigt wurde, der Fürst, der aus dem Volke kommen soll, aus dem Hause Davids kommen soll, er soll König werden zunächst für das Volk Israel und nicht gleich für die Welt. Aber dann drüber hinaus sollte diese Herrschaft von Israel aus über die ganze Welt gehen. Denn euch ist heute der Heiland, das heißt ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Gesalbte, also der Fürst, nicht? Wie auch Daniel angekündigt hat, der Gesalbte, ein Fürst wird kommen nach 7 Wochen und 62 Wochen. Und das war zu diesem Zeitpunkt, da kam jetzt dieser Fürst, aber nicht einer, der buchstäblich aus dem Hause David kam, sondern der bereit war, vom Himmel zu kommen und in eine Jungfrau, von einer Jungfrau geboren zu werden, die aus dem Hause David kommt. Und insofern eine indirekte Nachfolge, aber das war nicht der ursprüngliche Plan mit diesen Königen, mit dieser Ankündigung, wie wir das schon gesehen haben. Aber jetzt, nach 400 Jahren prophetenloser Zeit, hat Gott seinen Plan, das Königtum in Israel wiederherzustellen und dort ein ewiges Königreich aufzurichten, das dann über die Welt als ein Licht scheinen sollte, über die Völker, hat Gott nicht aufgegeben. Sie haben es schon längst nicht mehr verdient, aufgrund dessen, was sie mit all ihren Propheten gemacht haben und wie sie mit Gott umgegangen sind, wie sie ihre eigenen Gesetze geschaffen haben, Götzendienst betrieben haben ihr Lehren verbreitet haben. Es ist eine schreckliche Situation. Ellen White beschreibt, dass die Glaubenslosigkeit in Israel, der Abfall in Israel, ähnlich war damals, wie er am Ende der Zeit sein wird. Auch vor dem zweiten Advent muss man sagen, welche schreckliche Welt, in der wir leben. Aber Gott wird noch einmal ein Licht anzünden, so wie er damals in diesem finsteren Israel noch einmal ein Licht angezündet hat. Aber was haben sie gemacht? Sie haben ihn getötet, sie haben ihn verworfen. Und diesem Herrn, der gekommen war, um Jerusalem zu befreien, um Jerusalem zu erlösen, der predigt dann 3,5 Jahre, zieht dann sogar noch kurz vor seinem Tod als König in Jerusalem ein, wird bejubelt, in Lukas 19 lesen wir dort, gelobt sei der da kommt, der König im Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Dieser Lobpreis, der von den Leuten ausgesprochen wurde, die von Jesus geheilt wurden, die von Jesus befreit wurden. Lazarus, der von dem Toten auferweckt wurde, ist hier bei diesem Triumphzug dabei. Ja? Und dann kommt Jesus in die Nähe von Jerusalem. Er sah die Stadt an und weinte über sie und sprach, wenn doch du erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist es verborgen vor deinen Augen. Denn es werden über dich die Tage kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder einen Wall aufwerfen, dich belagern und an allen Orten ängstigen. Und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du nicht erkannt hast, die Zeit, darin du heimgesucht bist. Das nach 30 Jahren. 30 Jahre vorher kündigt der Engel an, das Kind wird geboren, der Retter ist geboren, eine Freude für alles Volk. Was ist aus dieser Freude geworden? Haben die Engel hier etwas Verkehrtes angekündigt? Oder musste dieser König, der da gekommen war, zuerst verworfen werden, verachtet und getötet werden, damit Jerusalem dann endlich erst befreit werden konnte und sie Vergebung ihrer Sünden empfangen? Das war nicht der ursprüngliche Plan. Aber die Verwerfung Jesu,
Und die Verwerfung Jerusalems hat mit der Verwerfung Jesu begonnen, aber gleichzeitig oder schon vorher mit der Verwerfung von Johannes dem Täufer. Denn dieser Mann sollte eigentlich der Mann sein, den Gott berufen hat, damit diese Geschichte sich nicht so abspielt, wie sie sich abgespielt hat in letzter Konsequenz. Und ich möchte euch einladen, abschließend hier noch einmal auf diese Geschichte von Johannes dem Täufer zurückzukommen in Matthäus Kapitel 11. Ja? Matthäus Kapitel 11. Und da lesen wir, wo der Johannes der Täufer schon verworfen wurde, wo er im Gefängnis lag und wo er kurze Zeit darauf dann von Herodes geköpft worden ist. Und Jesus spricht hier davon, dass er der war, von dem die Propheten vorausgesagt haben, besonders Malachi, im Vers 10 noch einmal diese Stelle: Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der den Weg vor dir bereiten soll. Und Johannes hat das gemacht. Er hat alles getan, damit das Volk sich vorbereitet, damit sie die richtige Botschaft annehmen. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus noch von diesen Propheten, unter allem, die vom Weibe geboren sind, ist keiner auferstanden, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste im Himmelreich ist, ist größer als er. Und jetzt kommt einer der wichtigsten Aussagen, die wir in dieses ganze Konzept der Verwerfung hinein verstehen müssen. Jesus sagt hier, aber, da kommt ein großes Aber. Der Prophet war da, der Elia war da. Er versuchte die Herzen der Väter zu bekehren zu den Söhnen. Aber, da kommt hier dieses Aber, von den Tagen Johannes des Täufers, wo er angefangen hat zu predigen und dieses Werk der Vorbereitung getan hat, bis hierher, bis zu dem Augenblick, wo Jesus jetzt ist, leidet das Himmelreich Gewalt. Das Himmelreich leidet Gewalt. Welches Himmelreich? Es ist das Himmelreich, von dem Johannes der Täufer angekündigt hat, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Von dem Jesus dann kurze Zeit später gesagt hat, das Himmelreich ist mitten unter euch gekommen. Die Zeichen des Himmelreichs waren da. Tote standen auf. Kranke wurden geheilt. Lahme haben angefangen herumzuspringen. Den Tauben sind die Ohren aufgegangen. Den Stummen ist die Zunge losgegangen. Alle Verheißungen, die messianische Zeichen in sich bargen, haben sich erfüllt. Und waren Zeichen, dass das Reich Gottes mitten unter ihnen da war. Aber Jesus sagt, seit Johannes dem Täufer leidet dieses Himmelreich Gewalt. Und jetzt kommt der Text, der traurige, und die Gewalt tun, reißen es weg. Über diesen Text liest man meistens einfach so drüber hinweg. Aber bleiben wir mal stehen. Der König des Himmelreichs kam in diese Welt. Wurde vorbereitet durch einen Elia, der kommen sollte. Der Herr sollte zu seinem Tempel kommen. Er kam zu seinem Tempel, wollte diesen Tempel reinigen. Aber von Anfang an waren da irgendwelche Leute, die dem Himmelreich, das Gott hier aufrichten wollte, Gewalt angetan haben. Sie rissen es weg, sagt Jesus. Wir haben es also hier mit einem Gott zu tun, der vor 2000 Jahren schon damals das Himmelreich in Israel anfangen wollte aufzurichten. Der König des Himmels und der Erde kam auf diese Erde, als Kind geboren und hat alles versucht, damit dieses Himmelreich dort aufgebaut werden kann. Nach den Verheißungen, wie wir es jetzt gelesen haben. Jerusalem soll getröstet werden. Jerusalem soll Erlösung empfangen. Und über diese Welt sollte ein Licht dann über dieses erlöste Jerusalem, ein Licht über die Heidenvölker ausgehen. Aber da waren Menschen, die diesem Himmelreich Gewalt angetan haben. Sie rissen es weg, indem sie dem Johannes dem Täufer nicht glaubten, indem sie Jesus ablehnten und ihn letztendlich töteten. Was wäre gewesen, wenn sie das alles nicht getan hätten? Hätte sich dann alle Prophezeiungen, die wir vorhin gelesen haben, an Israel erfüllen können und darüber hinaus an die Welt? Und ich möchte euch auf einen weiteren Text hinweisen, auch über den wir dann meistens einfach hinweglesen. Hier in Matthäus 11, Vers 13 fügt dann Jesus noch einen Satz dazu, über den wir gedankenlos hinweglesen meistens. Und er sagt dann hier im Anschluss, ja,
Lesen wir nochmal den Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis hierher leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalten reißen es weg. Und jetzt geht's weiter. Denn, da kommt jetzt eine Begründung, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis zur Zeit des Johannes. Seid ihr schon einmal bei diesem Text stehen geblieben? Habt ihr nachgedacht, was sagt denn Jesus hier eigentlich? Jesus stellt hier die Behauptung auf, die heute von vielen Theologen aufgestellt wird und die findet ihr auch hier in diesem Buch von John Bunyan. Das heißt, dass eigentlich die Prophezeiungen im Alten Testament sich alle spätestens bis Johannes erfüllen sollten. Außer vielleicht die Prophezeiungen, die wir im Buch Daniel lesen. Denn da ist es offensichtlich, dass da Prophezeiungen über hinausgehen, über das erste Kommen Jesu. Aber die Prophezeiungen, die wir vorhin gelesen haben, da müssen wir fragen, hat Jesus das gemeint, wenn er gesagt hat, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis zur Zeit des Johannes. Wir würden nach unserem Bibelverständnis, das wir haben von den alttestamentlichen Prophezeiungen, wie wir es aus der Theologie kennen, aus der üblichen Theologie, würden wir dem widersprechen. Wir würden Jesus widersprechen und wir sagen, stimmt er nicht? Der Jesaja hat doch vom Ende der Zeit gesprochen, vom zweiten Kommen Jesu. Der Jeremia, der Hesekiel, der Hosea, der Joel, die haben doch alle vom zweiten Kommen Jesu gesprochen. Wie kann Jesus sagen, alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis zur Zeit des Johannes? Was hat er damit gemeint? Und Jesus geht dann weiter und kommt dann zur letzten Prophezeiung im Alten Testament zu reden, wo er das noch bestätigt. Und so es wollt annehmen, er ist der Elia, der da kommen soll. Das heißt eigentlich, damit hat Jesus gesagt, mit dem Kommen des Johannes des Täufers sollte der Weg so vorbereitet werden, dass Gott kommt und das Erdreich nicht mit dem Bann schlägt und dass die Erlösung für Israel und darüber hinaus dann für die Welt kommt, so wie es in den alttestamentlichen Prophezeiungen beschrieben war. Nach der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, nach der Zeit des Wiederaufbaus Jerusalems, ein ganz konkreter messianischer Plan. Aber der wurde verhindert und Gott hat diesen Plan durchkreuzen lassen. Man hat das Himmelreich weggerissen, indem man den Sohn Gottes weggerissen hat und in Hass und in Eifersucht ans Kreuz geschlagen hat. Und es wäre tragisch, wenn wir als Christen dann sagen, und das war der ausdrückliche Wille Gottes. Wenn jemand das, was wir heute Abend und in den vergangenen Abenden über diese Prophezeiungen der Wegbereitung des Alten Testamentes gelesen haben und gehört haben, dann müssen wir sagen, ob es nicht Zeit ist, dass wir hier etwas korrigieren in unserem Verständnis von alttestamentlicher Adventhoffnung. Und ich würde einladen und würde appellieren, dass wir in der Weihnachtszeit und in so einem Weihnachtspredigten nicht nur einzelne Texte aus dem Alten Testament lesen und sie so wie die ganze christliche Welt es macht, einfach du Bethlehem Ephrata nicht und solche Texte zu lesen oder eine Jungfrau wird schwanger werden und den ganzen Zusammenhang, der mit diesen Prophezeiungen dort steht, nicht mehr mit berücksichtigen. Lasst uns Gott bitten, auch um Vergebung, wenn wir in der Vergangenheit diese Adventhoffnung im alttestamentlicher Zeit vielleicht nicht so dargestellt haben, wie es die Bibel darstellt. Und dass wir diese Aussagen, die Jesus hier macht, alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis zur Zeit des Johannes, dass wir auch diese Stelle einmal unterstreichen und sagen, könnte das meinen, dass all das Elend und die Not, die seither über diese Welt gekommen ist, eigentlich nicht mehr hätte über die Welt kommen müssen? Und dass die Erlösung für Israel, auf die sie heute noch warten, und die Erlösung für diese Welt, auf die wir alle noch warten, schon längst geschehen hätte sollen, hat sich hier durch den Tod Jesu nicht nur Segen über diese Welt ausgebreitet, sondern vielleicht auch ein großer Fluch, über den wir normalerweise nicht reden. Ich möchte euch einladen, dass wir in dieser Adventzeit auch darüber nachdenken. Was war die ursprüngliche Absicht Gottes? Und was ist daraus geworden? Und was hat Gott mit unserem Leben, mit unserem persönlichen Leben, schon längst für Absicht? Und was haben wir bisher Gott realisieren lassen in unserem Leben? Möge diese Adventzeit
und diese Weihnachtszeit uns Gedanken vermitteln, wo wir tiefer nachdenken. Und wir werden das nächste Mal in unserem Thema diese Geschichte dort weiterführen und fragen, was hat es jetzt für Folgen gehabt, nachdem der erste Advent so ausgesehen hat, wie es Gott eigentlich nie haben wollte. Gott segne uns und euch alle. Denkt weiter darüber nach, über diese Zusammenhänge. Und vielleicht ist es notwendig, dass wir manche Konzepte, die wir bisher lieb gehabt haben, einfach korrigieren und dem anpassen, was die Bibel wirklich sagt. Gott helfe uns darinnen. Lasst uns noch abschließend beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir wieder dankbar für diese Zeit, die du uns geschenkt hast, für diese Gedanken, die wir nachdenken konnten, über das, was wirklich Advent Hoffnung bedeutet, was sie damals bedeutet hat und was sie auch heute bedeuten sollte. Die Voraussetzungen sind dieselben. Du erwartest immer, dass Menschen Buße tun, dass sie dir gehorchen, dass sie dir glauben, dass sie dich lieben und bereit sind, ihr Leben nach deinem Willen und nach deinem Wohlgefallen auszuleben. Danke, Herr Jesus, dass du damals in diese Welt gekommen bist. Du hast alles getan, was du konntest, um den Menschen eine Hilfe zu sein, zur Erlösung zu kommen von allem Leid, von Schmerzen, von Krankheit. Aber allen voran wolltest du sie erlösen von Sünde. Und dazu waren sie nicht bereit. Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass wir aus diesen Fehlern lernen und dass wir nicht die gleichen Fehler in unserem eigenen Leben wiederholen. Segne uns in dieser Zeit der Besinnung und hilf, dass wir das verändern auch in unserem Leben, was verändert gehört, und dass wir das, was Wahrheit ist, an deiner Erwartung, an deinem Kommen damals und deinem zukünftigen Kommen, dass wir das in rechter Weise auch anderen Menschen zum Trost und zur Hoffnung weitergeben können. Hab Lob und Preis und Dank dafür in Jesu Namen. Amen. Gut, ich danke euch für euer Dabeisein. Ich hoffe, ihr habt den Gedanken recht folgen können. Vielleicht sind bei dem einen oder anderen Fragen entstanden oder vielleicht ist er mit dem einen oder anderen Gedanken nicht recht einverstanden. Aber jeder soll das für sich weiter überlegen und fragen, was sagt